Also ich weiß jetzt nicht, ob die Leute mich hier verwirren wollten oder was auch immer. Oder ob sie die Spieler an sich verwirren wollen. Denn als Lösungs... Das muss ich jetzt erstmal falsch eingeben. Moment. Dann kann ich euch nochmal die Lösungshilfe sagen. Also die Lösungshilfe war ja... Achtung, Leistung ist schon gegeben. Tipp, umformen. Du hast den Wert für die Erdbeschleunigung im Kopf. Sie beträgt 10 Newton pro Kilogramm Rundungswert. Stimmt auch. 1 Kilogramm sind 10 Newton ungefähr. Also 9,6. Ich weiß nicht, es wird als 10 angenommen. Ansonsten kannst du die Formel für Hubarbeit nutzen. W ist gleich M mal G durch H. Da wir weder die Gewichtskraft noch die Höhe haben, ist das sowieso nutzlos. Und die Masse ist gedruckt, ja klar, haben wir W, aber... Vorausgesetzt, du formst die entsprechend um. Habe ich gemacht, hat ja nicht funktioniert. Gesucht ist nämlich die Masse M. Achtung, Arbeit W ist definiert durch die Leistung mal Zeit. Ja, und die Leistung ist ja das, was wir eigentlich haben wollen. Und das ist W gleich P mal T. Und da wir W schon gegeben haben, zwar ein Kilowatt, aber wir haben es gegeben, kann man es umformen, so dass man P... Moment. W mal... Nö, das stimmt doch nicht. Was habe ich denn gerechnet? Ich habe... Nee, Power mal was? Arbeit. Ich habe P mal T gerechnet, glaube ich zumindest. Also 73,5 mal 60 Sekunden ergab bei mir 4,41. Und wenn ich das jetzt eingebe mit 4,41 Tonnen. Hört ihr schon am Geräusch, dass ich richtig lag. Da haben die mich wohl ziemlich verwirren wollen. Aber nun ja, man kann damit leben. Gut, jetzt muss ich nochmal in die Statistik gucken, wie es in den Produkten aussieht. Ja, da liegen wir knapp drunter. Bei den Lokomotiven... Ja, da könnten wir nochmal zulegen. Das sehe ich schon. Wasserturm. Gibt es noch genug von der Fläche her? Ja, gut. Dann müssen wir immer noch warten. Und zwar bis 1875, bis dann das nächste Gebäude freigegeben wird. Das Versuchslabor. Bis dahin können wir aber noch einiges an Kohle machen. Denn im Moment sagt die Statistik, wir sind mit dem Lohn hinterher, aber verdienen bisher 6.612 Dollar. Mit einer weiteren Kohlefabrik, Lokomotivfabrik, wie komme ich jetzt auf Kohlefabrik, wird das Ganze dann doch noch ein wenig wachsen. Hoffe ich doch zumindest. Ja. Genau. So, und was können wir während der Wartezeit machen? Theoretisch könnten wir uns noch weiter ausbauen. Was vielleicht nicht mal die schlechteste Idee ist, denn... Der Bedarf an Lokomotiven ist bei weitem noch nicht gedeckt. Allerdings fehlen noch Arbeiter. Und die muss ich jetzt erstmal wieder beschaffen. Dafür muss ich allerdings nochmal ein wenig Straßen und Häuser bauen. Und dann, aber dann funktioniert das auch wieder. Und hier noch ein Haus hin und hier noch eins hin. Oh. Es werden ja immer mehr Arbeiter gebraucht. Wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Es ist auch schon wieder spät geworden. Warte, ist jetzt meine Uhr richtig oder meine Uhr falsch? Ich glaube, meine Uhr ist falsch. Immer noch auf Sommerzeit. Ich hoffe es mal, sonst wäre es ein bisschen zu spät. Ich habe gerade keine weitere... Doch, warte. Die Dampfmaschine ja, im doch, Wasserwerk macht seltsame Glück Geräusche. Ab. Wir müssen sie demnächst auf Herz und Nieren untersuchen. Gut, untersuchen wir da, die
Dampfmaschine. Spiel speichern. Jetzt kommt was für die mit ein bisschen Vorstellungskraft und ein wenig Ahnung von Teilen. Von Maschinenteilen. Einfache Maschinenteile. Sind Sie bereit für den Check? Ja, wir kriegen jetzt vorgelesen, was wir suchen. Und das muss ich jetzt schnell anklicken. Ihr könnt es leider nicht sehen, deswegen... Als erstes soll der Kolben geprüft werden. Wer hat eine Ahnung, was ein Kolben ist? Dann der Dampfkessel. Ein Kessel mit Wasser und Dampf und Feuer drunter. Ventil. Ventile sind auch nicht schwer zu finden. Die sind an einem Kolben dran. Der Kondensator. Ist Wasser drin, damit es kondensieren kann. Das Planetenrad. Ein riesiges Rad. Wer findet sowas nicht? Und zu guter Letzt der Balancierball. Ein Balken in der ganzen Konstruktion, auch nicht schwer zu finden. Ja, aha, ein Schrauben am Balancierbalken war locker. Hervorragend! Die Dampfmaschine arbeitet besser denn je. So viel Wasser hat sie noch nie gefördert. Ja, und ich habe wieder $5,000 erhalten. Oh, was wir noch machen? Ah, ja, Wasserversorgung, das war immer so eine Frage. Wasserversorgung, da, da, da. Die braucht man immer und überall. Warten wir mal, ob wir hier den Turm hinbauen können oder nicht. Ja, können wir, weil da können wir garantiert keine Fabrik reinquetschen, da in das eine Loch. Ein Häuschen brauchen wir noch. Komisch, wieso bauen die sich nicht um? Die haben noch 6 Wohnqualität. Oh. Naja, das wird noch steigen, wenn ich hier wieder was reinbastel an Bonusgebäuden, wenn ich sie denn dann mal habe. Gut, so weit, so schön. Da ist die Produktivität gestiegen, demnach wird das mit der Kohle auch ausreichen. Hoffe ich doch zumindest mal. Meine Statistik zeigt mir einen Plus von 13.000 an. 17.000 allein durch die Lokomotiven. Und theoretisch 62? Moment. Hoho, da kann man sogar noch drauflegen hier. Mein Gott, wird das eine Industrienation hier. Na, es wird langsam echt heftig. Naja. Gut, dann muss ich eben jetzt nochmal jemand ausbauen hier. Ich wollte schon sagen, wenn ich da keiner ausbauen würde, wäre das echt, ja, merkwürdig. Ich meine, genug Erfahrung hat, Wohnqualität haben selbst die hier außen. Ich meine, 6, 5, 5, 6, 4. Alle haben die Möglichkeit, sich auszubauen. Oder die, besser gesagt, die Voraussetzung dazu. Ist dann die Frage, warum es keiner macht. Ja, Vollbeschäftigung, sehr schön. Freut mich. Oh, jetzt brauche ich definitiv ein wenig mehr Eisenerz und ein wenig mehr Stahl. Dafür brauche ich eine Eisenerzmine und noch eine Gießerei. Das schafft natürlich wieder viele Jobs, die natürlich dann auch alle wieder besetzt werden müssen. Was halten Sie davon, wenn wir einen Tag der offenen Tür veranstalten? Das ist gute Werbung. Wenn Sie gestatten, werde ich mich um einen geeigneten Termin kümmern. Diese verdammte Rechnung habe ich noch nie gemocht. Wirklich noch nie und ich kann sie mir auch nicht merken. Die sternklare Nacht, Fotografie und der Siegeszug. Die Dampflok erobert die Welt. Waren jetzt die Überschriften in der Zeitung. Mal sehen, kann ich neue Korrespondenzen? Nein, keine neue Korrespondenzen. Wie man das so schön nennt. Speichern wir mal. Auch wenn das natürlich jetzt wieder die Cheat-Variante ist, aber okay. Gut, der Chef, es kann losgehen. Alle Vorbereitungen zum Tag der offenen Tür sind abgeschlossen. Das Festzelt ist aufgebaut, die Musik spielt und es wird kräftig ausgeschenkt. Allerdings zieht ein schweres Gewitter auf. Was sollen wir machen? Meister Hoffmann sagt, wenn es näher als 6 Kilometer kommt, müssen wir alle Veranstaltungen nach drinnen verlegen. Dann
gucken wir nochmal im Archiv nach, was uns da das Ganze zum Licht, was uns da zum Licht erzählt wird. Beschleunigung brauchen wir nicht. Gott sei Dank. Nein, das war's auch nicht. Moment, wo haben wir's? Da war irgendwo was mit Licht. Ah, eine Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit wird Lichtgeschwindigkeit 313.000 Kilometer pro Sekunde. Das bedeutet fast augenblicklich. Ja, da haben wir es doch. Was wir wissen ist, dass Schall sich in der Luft mit rund... Moment, ich schreibe das kurz auf, damit ich das nicht vergesse. 3 Meter pro Sekunde ausbreitet. Das heißt, pro Sekunde sind es 343 Meter, die das der Schall zurücklegt. Weiter steht da, bei einem Gewitter hören wir den Donner immer nachdem wir den Blitz sehen. Es sei denn, der Blitz trifft einen selbst. Wenn es 10 Sekunden dauert, bis das Donnern zu hören ist, dann war der Blitz 3430 Meter weit entfernt. Wenn man also genau aufpasst und immer wieder die Sekunden zählt, die zwischen Blitz und Donner vorgehen, kann man herausfinden, ob sich ein Gewitter entfernt oder nähert. Lustigerweise sagt man, eine Sekunde entspricht ungefähr einem Kilometer, wenn man zählt. Aber es stimmt nicht. Es ist eher ein Drittelkilometer. Irgendwas stimmt da bei den Sachen, die man den Kindern erzählt, nicht mehr. Gut, jetzt haben wir hier eine Stoppuhr. Und da hat es gerade geblitzt und jetzt läuft die Stoppuhr. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann donnert's. Demnach, ganz einfache Rechnung, 3, 4, 3 mal 9. Also 343 Meter pro Sekunde mal 9 Sekunden. Sind 3087 Meter. Oder? Ja, genau, hier war was. Schallgeschwindigkeit bei 20 Grad Celsius ist V, also die Geschwindigkeit, 1234,8 km/h, um genau zu sein, wenn man das so sagen will. Die Zeit ist T, 9 Sekunden. Da könnte man jetzt erst anfangen mit die km/h in Meter pro Sekunde umzurechnen und dann mal 9. Aber da wir das schon haben, kommt am Ende raus 3087 Meter. Und siehe da! Ein Blitz hat in das Festzelt eingeschlagen. Gott sei Dank haben wir alles nach drinnen verlegt. Nicht auszudenken, wenn da noch Leute drinnen gewesen wären. Also Leute in dem Festzelt. Ich habe es Ihnen ja gesagt. Ein Tag doch eine ganz einfache Rechnung. Ist beste Werbung für uns. Jedenfalls sind unsere Produkte gefragter denn je. Na dann. Komisch. War das mit dem... Ich glaube, die schneller laufende Zeit hatte man, wenn man versucht hat, mit Cheats zu arbeiten. Naja, man muss eben alles ausprobieren, wenn man das Ganze schnell voll machen, durchgehen will. Da gab es dann nämlich auf einmal einen Knopf, der hieß Auflösen. Und da konnte man das Rätsel, oder die Aufgabe, die dann einem gestellt wurde, einfach lösen lassen. Oder einem direkt das Ergebnis anzeigen lassen. Ist natürlich dann ein bisschen geschummelt, aber ja. Aber wenn man eben absolut was nicht weiß und gerade kein Internet hat zum Googlen, oder damals, lustigerweise durften wir uns damals noch nichts aus dem Internet runterladen, oder ja,
Ach nee, wir durften uns das nicht ausdrucken, sowas. Die Lösung durften wir uns nicht ausdrucken, deswegen haben wir dann die Cheats aktiviert. So rum war das. Das war einfacher. Habt ihr gerade das UFO gesehen, dass der geflogen ist? Ich hab's gesehen. Das ist nur die Frage, ob ihr es gesehen habt. Aber ich denk mal, ihr habt's gesehen. Lustige Sache, dieses eine Feld wird vom UFO kaputt gemacht. Anstatt einfach zu verschwinden, wie es normal der Fall sein sollte. Das mit dem Entfernen vom Gestrüpp hier, das hat